eine riesengroße Quelle. Selbst meine Bekannte und Gott weiß, dass ich die Wahrheit spreche, sagt, du siehst seitdem jünger aus. Und ich habe sie direkt angerufen, ich sage, ich fühle mich auch anders, ich fühle mich wie befreit. Ja. Seitdem ich das gesagt habe. Ja, das sind wahre Gefühle. Das Shaidule Elehe Ilala. Richtig. Eshaidu Enna Muhammadin Rasulallah. Alhamdulillah, ja. Guck mal, dann machen wir das jetzt gemeinsam, damit alle Muslime sich freuen. Das ist für mich große Ehre. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Das habe ich noch nicht verdient. Ich bin noch kein Wahrer, weil ich noch nicht die ganzen Regeln weiß. Das kommt mit der Zeit, Bruder. Das kommt inshallah mit der Zeit. Aber das ist Gottes Wille. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Inshallah, das kommt alles. Nein, das kommt alles mit der Zeit und inshallah wirst du jeden Tag den Islam genießen und das ist der Schritt, der beste, schönste Schritt deines Lebens. Das weiß ich. Selbst ich meine, weil meine Bekannte ist ja bei mir, die sagt, Michael, du bist ganz verändert. Alhamdulillah. Ich bin auch ganz verändert. Ja, der Islam verändert den Menschen, verändert die Seelen und beruhigt die Seelen der Menschen. Denn der Muslim braucht keinen Psychiater. Nein, das ist richtig so, das braucht er nicht. Ja. Und deswegen habe ich auch gemählt, weißt du, du hast zwar gesagt, wenn man diese Schehede spricht von Herzen, dann ist man Islam, aber das hat mir nicht gereicht, um Gott nahe zu sein. Weil um Gott nahe zu sein, in Ehrfurcht zu dienen, muss ich ja auch wissen, was ich richtig tun muss. Ja, inshallah. Wir machen die Schehede jetzt gemeinsam, inshallah. Und dann erkläre ich dir ganz exakt, was du machen möchtest, inshallah. Ja. Okay, also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah? Ich bezeuge, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah, vom tiefsten Herzen. Alhamdulillah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. وأشهدُ وأشهدُ أن أن محمدًا محمدًا رسول رسول الله الله. Ja, jetzt hast du so viel Zeugen. Oh. Und alhamdulillah, jeder Muslim freut sich auf jeder Muslim freut sich, einen neuen Bruder zu haben. Alhamdulillah, Bruder. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dazu zu gehören, bei den Brüdern, die den wahren Gott anbeten. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Guck mal, Bruder, Islam ist die einfachste Sache, die es auf dieser Erde gibt. Die einfachste Sache, die dich glücklich macht. Ich bin schon glücklich. Alhamdulillah. Also, du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn du mich jetzt sehen würdest, aber vielleicht gewährt mir Allah, der Allmächtige, ja, dass ich lernen darf und darf das Haus des Allmächtigen Allah mal betreten und mit Leuten sprechen, die so fühlen und denken wie ich. Inshallah, inshallah. Das ist mein größter Wunsch. Möge Allah aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam in diesem Land machen, inshallah. Bruder, der Islam ist ganz einfach. Ein Beduin ist zum Prophet Muhammad a.s. gekommen und hat ihn gefragt, wie kann ich ins Paradies? Der Prophet a.s. hat ihm gesagt, indem du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah und dass du bezeugst, dass ich sein Diener und Gesandter bin. Und achte darauf, Diener an der ersten Stelle und dann Gesandter. Ja. Ja? Denn alle Propheten des allmächtigen Gottes sind sein Diener gewesen. Ja. Indem du die fünftägige Gebete verrichtest. Ja. Indem du die Armensteuer entrichtest. Von ganzem Herzen. Indem du einen Monat Ramadan fastest. Von ganzem Herzen. Und einmal im Leben die Pilgerfahrt entrichten. Das wäre mein größter Traum. Das ist Islam, Bruder. Das ist was ganz Schönes. Das ist Islam und das, wenn du das tust
aus tiefem Herzen, mit Überzeugung und Aufrichtigkeit, inshallah kommst du ins Paradies. Ja. Denn das ist Islam. Ich hoffe, dass ich noch Menschen wenigstens aufmerksam machen kann, dass es nur ein Glück gibt. Inshallah, Bruder, inshallah. Ist, und wenn man dem allmächtigen Gott, dem einzigen Gott, gerecht wird. Weißt du, was das Besondere daran ist? Das Besondere daran ist, an dem Tag, wo ich die Schehede vor meiner Bekannten abgelegt habe, habe ich keinerlei Probleme mehr gehabt, kein Schweinefleisch zu essen. Alhamdulillah. Und das kann meine Bekannte bezeugen, weil sie sitzt auch gerade da. Mhm. Das fiel mir so leicht. Und dann habe ich die größte Versuchung bestanden, als das Fußballspiel gewesen ist, bei meiner Familie im Garten zu sein. Und man hat Bier getrunken und ich habe Wasser getrunken. Ja, Alhamdulillah. Und es fiel mir sowas von leicht, dass ich sie an dem Abend anrief und sagte, du kannst stolz auf mich sein, mir fiel es ganz leicht, es nicht zu tun. Mhm. Seitdem habe ich es auch nicht mehr getan und ich werde es auch nicht mehr tun, weil ich es so will, von meinem Herzen aus. Ja, Allah wird dir die Freude in deinem Herzen einpflanzen und die Zufriedenheit, dass du kein Alkohol brauchst. Nein, brauche ich auch nicht mehr und das ist was ganz Tolles. Der Muslim. Was mir noch sehr gefallen hat, was du gesagt hast, dass die Muslime die Christen nicht hassen, weil in jedem wahren gläubigen Christen, der also nicht Heilige Maria Mutter Gottes, sondern nur den einzig wahren Gott haben, ist eigentlich ein wahrer Muslim im Herzen. Er muss nur den richtigen Weg finden. Also der Muslim darf keinen Mensch hassen. Richtig, und das hat mir so gut gefallen. Und als dann gesagt wird, dass der Muslim keinen Menschen hassen darf, aber dass man auch den Irregeleiteten nicht folgen soll. Richtig. Das hat mich sehr berührt in meinem Herzen. Also wir hassen die Taten. Richtig. Und nicht die Menschen. Mhm. Und das ist, was viele Menschen nicht verstehen. Das ist richtig, genau. Weil wir Allah lieben, wir richtig. Hassen es, wenn wir sehen, dass jemand Allah beigesellt. Deine Worte tun mir so gut. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah, möge Allah viele Menschen durch diese Aufnahme recht leiten und durch deine Worte, inshallah. Das wünsche ich auch. Ich wünsche jedem Menschen, dass es etwas ganz, ganz Wichtigeres gibt, als nur den größeren Wagen zu fahren wie den Nachbarn, mehr Geld zu haben wie der andere. Mhm. Und das ist, dass es nur einen einzigen Gott gibt und man froh sein kann, wenn Gott einem die Gesundheit beschert, weil das ist der größte Reichtum, der Gott uns geben kann. Allah sagt, wenn ihr meine Gabe an euch zielt, ihr werdet die nicht zählen können. Ja. Schau mal die Augen. Derjenige, der blind ist, der weiß ganz genau, welchen Wert die Augen haben. Ja. Derjenige, der taub ist, der weiß ganz exakt, welchen Wert die Ohren haben. Ja. Und wir haben alles, wir sind gesund. Das ist richtig. Und wir sind unfähig, Allah zu danken für seine Gaben. Alleine Sauerstoff, was du atmest und was ich jetzt atme. Richtig. Das ist eine große Gabe. Alhamdulillah. Und dafür, wir sind unfähig, Allah zu danken. Und dann hat dir Allah gerade die höchste Gabe gegeben. Das ist der Islam. Ja, das ist richtig. Denn für Ni'mat al-Islam, für die Gabe des Islam, sind wir unfähig, Allah zu danken. Das ist richtig, weil diese Glaubensrichtung, die ihr lebt,